Robbie Rayrunner und ich wende mich jetzt mal direkt an Pagan. Hörst du mir zu? Du blödes, ungeficktes Stück Scheiße einer sibirischen Bergziege, du Arschlochgefickter Hurenficker, du! Du Fickfrosch! Wie fühlt es sich an zu wissen, dass man versagt hat, hä? Und ich sage das jetzt nicht, weil ich von einer unbekannten Station sende, die du niemals finden wirst. Nein, ich sage das, weil jeder so denkt. Jeder weiß, dass wir dich holen werden und dass du verdammt nochmal verlierst. Propaganda anhören muss, ist ein Geschenk. Ist das ein Angriff? Thank you.
Sir! Hat jemand bemerkt, dass die Tierpopulationen in letzter Zeit drastisch zurückgehen? Klar, ich meine, es scheint immer weniger von den kleinen Mistviechern zu geben. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe den Eindruck, dass jemand ganz schön fleißig gejagt hat. Warum zum Teufel bringen die Leute...
Bobby Ray Runner ist für euch live auf Sendung. Der Tag ist endlich gekommen. Ich dachte nicht, dass ich das mal sage, aber jetzt mache ich es einfach laut und stolz an euch gerichtet. Paganmins Schreckensherrschaft ist zu Ende. Die Würfel sind gefallen. Die fette, verfickte Tante ist geplatzt. Fühlt sich komisch an. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet und nun ist er da. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ins Land gezogen sind. Ich habe aufgehört zu zählen. Aber jetzt richte ich mich nochmal laut und voller Stolz an euch alle. Der goldene Pfad hat gesiegt. Oh, Scheiße! Wir haben es geschafft, Leute. Und zwar vor allem dank eines Mannes, den ich nicht unerwähnt lassen kann. Dank der harten Arbeit und des Einsatzes von AJ Gale. Bruder, wenn wir uns das nächste Mal sehen, danke ich dir nochmal persönlich. Oh ja, vielen Dank. Du hast das Werk deines Vaters vollendet. Kyrat steht in deiner Schuld. Rabbi Ray Runner. Wisst ihr, was mir gerade einfällt, Leute? Wir müssen hier bei uns im Studio eine Party feiern. Ich mein's ernst. Ey, Kyrat ist treu. Ich will, dass meine treuen Zuhörer zu uns ins Studio kommen und feiern. Scheiße!